Naja, wie das sich, wie es eigentlich richtig gewesen ist, haben wir ja denn erst erfahren, wo der Krieg war. Vorher wurde ja alles beschönigt, ach, das ist nie so schlimm und die gewinnen. Und da waren ja dann die Menschen skeptisch. Die haben nicht mehr daran, nachher auch, die haben das ja verflucht alle. Manche hat eine Mutter verloren, manchmal, oder Vater und Geschwister und so, da haben sie erstmal die Augen geöffnet bekommen. Und die haben natürlich dieses System total verflucht, was Hitler angerichtet hat. Und na, jeder hat wieder gedacht, jetzt geht es aufwärts und hat natürlich jetzt war ein neues System, jetzt kommt der Sozialismus und so und wir werden besser leben und jeder hat Hoffnung gehabt, sehr viel Hoffnung. Aber ich muss noch da dazu sagen, das ging ja bloß 2 Jahre so. Dann kam hier das Hochwasser, wenn ich das noch sagen darf. Und dann hatten meine Eltern, ich schon wieder ein bisschen sah, ja, die hatten einen Pony und einen kleinen Wagen. Mein Großvater lebte auch noch und ein paar Schweinchen und Kaninchen hatten wir. Und dann kam es wieder. Alle müssen das Dorf verlassen. Das Hochwasser kommt hier rein. Das ist schon ein Friezen oder wo es war, alle wieder alles packen und los. Jetzt hatten wir uns so ein bisschen was angeschafft. Naja, und dann alle wieder auf den Waren, Viehzeug und alles. Und dann wieder mit den Opa und wir alle auf den kleinen Panier waren da, mussten wir das Dorf wieder verlassen. Und dann waren wir hier, Friedland oder wo es war, wir hatten den Onkel in Döberin, da wollten wir hin, das ist ja höher so. Und dann haben wir gesehen, hinten, eine Kuh hatten wir auch schon angebunden hinten. Da haben wir schon das Wasser hinter uns gesehen, wie so ein silberner Streifen. Da haben wir die Kuh und alles abgemacht und so wie es bloß, so schnell wie es ging, dass wir da noch rausgekommen sind. Das war auch wieder nur eine schlimme Zeit. Das Hochwasser ist nicht bis reingekommen in Großneuendorf. Denn der Bürgermeister, der damals hier war, der hat gesagt, wir brauchen das nicht verlassen, das Dorf. Wenn in Friezen der Kirchturm unter Wasser steht, ist das Wasser erst in Großneuendorf. Wir liehen so hoch. Er war ein Schiffer und der wurde natürlich eingesperrt, so war zu sagen. Und das Wasser ist wirklich nicht hierher gekommen. Aber es war doch nur wieder vieles, was man wieder einbußen musste. Am Beispiel des Vieh, die Kuh war weg, die kleinen Ferkel, die wir mit hatten, die konnten wir nicht da in Döberin bei fremden Leuten, da wurden sie verkauft und so. Und wir hatten wieder nichts. Das war ja das Schlimme. Und wie gesagt, wir Kinder auch, wir mussten denn danach sehr viel arbeiten. Mein Vater hatte dann schon, sage ich, ein Pferd und alles und Fleischerei, das ging ja dann erst wieder allmählich los. Dann gab es meins wie ein Schwein und wurde auch geteilt für den ganzen Ort und so. Die Schule, das war denn, glaube 46 ging es wohl wieder los. Unsere Schule ist ja hier mitten im Ort und war auch zerstört. Vieles, aber die Klassenräume waren noch da und dann wurden natürlich alle Klassen zusammengelegt. Und der Lehrer war ein ganz alter Lehrer, der war schon pensioniert, der hat aber dann wieder noch Schule gemacht mit uns. Und war ja natürlich dann verschiedene Klassen zusammen und dann mit so einem alten Lehrer. Das war natürlich auch nicht die Welt, aber natürlich hat jeder sein Bestes gegeben und es war ja auch nichts da, das keine Hefte, kein nichts. Es wurde erst nach und nach wieder angeschafft. Und dann hatte, noch muss ich noch dazu sagen, weil bei uns alles abgebrannt war, hatte der Opa, wo die Leute noch nicht hier waren, vom Krieg wieder zurück,
was er brauchte, hat er sich dann aus den Häusern so rausgeholt. Uhren was hat er denn? Ja, Klavier hatten wir. Mein Vater konnte schön Klavier spielen. Ein Klavier geholt, eine Uhr geholt, Gemälde. Also alles, was man so unterbringen konnte in die kleine Stube. Aber was war das Ende davon? Denn wo wir denn schon so ein bisschen geschlachtet haben, ja, da waren wir ja dann auf unser Grundstück wieder in die Räume. Die waren ja nur da und haben wir schon ein bisschen Grütze und Wurstsuppe und so gehabt. Und dann kamen aber die Leute, wenn wir haben ja da nicht gewohnt und haben gesagt, ach, gibt es wieder was, kamen sie bei uns rein. Dann hat eine Frau gesagt, sie haben ja meine Uhr da zu hängen. Naja, sagt meine Mutti, das wusste der Opa nicht, der hat die Uhr gefunden, ist gut. Der nächste kam, ein Bauer, das ist ja mein Klavier, das möchte ich aber wieder haben. Klavier rausgeholt. Und so ging es, bis wir wirklich wieder kaum was hatten. Ja, es war wirklich eine schlimme Zeit. Ja, das hat sie uns dann späterhin hat sie mir das mal erzählt. Wir waren beide denn zusammen jetzt erst zu DDR-Zeiten erst später in der Zuckerfabrik. Da hat sie immer gesagt, da hat sie gearbeitet, komm doch bitte mit, da ist noch ein Platz frei im Labor. Und gesagt, ich habe da noch nie gearbeitet und so, ach, das Mino, komm, da hat sie mir so gebettelt. Und es war mein Glück, dass ich da hingegangen bin. Auch der Rente wegen später. Und da hat sie mir dann, wenn man Nachtschicht oder so hat, da hat sie mir sehr viel erzählt. Oh, ich bin dann zu Hause bei ihr hingegangen. Also was die Frau erlebt hatte, das ist wirklich grausam, muss ich Ihnen sagen. Ihr Vater sei ja erschossen. Im Wald alleine gesessen, muss man sich mal vorstellen, 12-jähriges Kind und so. Naja, und das wird sie auch nicht los. Die ist heute auch schon 88 oder 89 sogar, aber so eine Erinnerung, die im Traum oder sonst was, werden immer wieder kommen. Das sind ja so eine Einschnitte im Leben. Nee, das durften sie ja gar nicht. Auch so, dass die Frauen so vergewaltigt wurden und drüben, da durften sie nichts von sagen. Meine Tante, wo ich sagte, die in Russland war, die waren da auf Montage, der Onkel war da als Ingenieur. Und die haben sie nachher, trotzdem so Russisch konnte, 12-mal an einem Tag vergewaltigt und so. Da durften sie hier nichts von sagen. Das ist alles den Tod geschwiegen. Also das war furchtbar, denn wir als Kinder, wie gesagt, wir wurden von unseren Eltern dann wieder. Sagt bitte nichts und so, das kann uns schaden. Ihr habt das ja alles mitgemacht, wie es gewesen ist und jetzt ist eine andere Zeit und wir müssen vorwärts gucken und wir wollen das nicht erwähnen, haben wir auch nicht gemacht. Na, erstmal zur Zeit, wo wir im Krieg, möchte ich mal sagen, was hier alles war. Hier waren vier Fleischer und vier Geschäfte, Bäcker und drei, vier Gaststätten. Und es war so ein richtiges Fischerdorf, sage ich mal. Es waren Eigentümer, Schiffseigentümer und so. Also dann wurde hier ja im Krieg der gebaut hier und wir hatten einen Kran schon hier und eine Krangesellschaft und wurde viel Umschlag gemacht und Getreide, Speicher hatten wir etliche hier und dann waren ja auch Juden hier, Sperling hieß der. Der hat sehr viel für die Gemeinde gemacht, der hat auch denn dafür gesorgt hier mit dem Umschlag und alles und der hat viel Gutes für die Gemeinde gemacht, so viel wie ich eben weiß. Ich möchte auch leider nicht was Verkehrtes sagen, denn und dann, der war auch bei meinem Vater viel, weil sie nebenan da diese, hatten sie die Speicher und hier wohnten sie und der kam dann auch eines Tages an und hat gesagt, Herr Schröder,
es ist soweit, wir müssen den Ort verlassen. Da hat ja nun keiner nachgefragt, was der für den Ort getan hat. Das waren eben Juden. Und die sind dann, haben sich dann nach Amerika abgesetzt. Und naja, das war, wie gesagt, hier ist auch noch ein jüdischer Friedhof in Ross-Neuendorf. Hier waren ja auch noch andere Juden denn und naja. Und nach dem Krieg war das ja natürlich alles nicht mehr, trotzdem ja darüber sehr, wie soll ich denn sagen, war ja auch verhasst, dass sie die Juden so misshandelt haben und alles. Das hat ja der Staat, die DDR, auch nicht für gut befunden. Nein, hat sich auch keiner mehr. Da hatte hier der, hatte eine schöne Villa, der Jude, und sein Chauffeur, den hat er das alles vermacht, wo sie losgegangen sind, weggegangen von hier. Und ist auch noch so eine Synagoge bei uns gewesen, wo sie immer ihre Kirche und so was abgehalten haben. Und es stand auch noch, aber nach dem Krieg hat jeder versucht, irgendwo unterzukommen, und das haben sie dann ausgebaut als Wohnung. Da sieht man heute bloß noch diese Bohrenfenster, und dass man dann sagen kann, hier war mal der Saal von oder die Synagoge von den Polen. In meiner Klasse nun nicht, denn ich war ja in unterster Klasse, und da haben sie das nicht so. Aber die Älteren und so mit dem Hitlergruß, und in der Schule mussten sie auch grüßen und auf der Straße und so. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann haben sie auch Ärger gekriegt. Nee, das war manchmal, also das war die ganz selten, was ganz selten vielleicht war, dass mal so eine, wie sagt man, eine Kolonie nicht, wenn so mehrere Soldaten sind, in Kompanie, so eine Kompanie mal durchmarschiert ist. Und das war ja dann immer was Schönes, die haben dann gesungen und durchmarschiert, durch, aber was für eine Veranlassung das war und so, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und als Kind hat man, ich sage ja, das nicht so wahrgenommen. Ich meine, die Eltern, die haben sich schon Sorgen gemacht und alles. Ich sage, die haben alles abgehört und damit sie ein bisschen wussten, was ist. Und, aber so richtig, die wurden ja richtig überrascht hier. Ne? Die kamen rüber, die Russen, und da waren sie da. Ja, wurde vorher nicht gewarnt. Ich kann auch heute nicht sagen, warum sie uns noch rausgefahren haben, die Eltern und die Kinder. Da muss doch schon irgendwie, da müssen sie doch schon dran, na klar war das Kampfgebiet, hier waren die Deutschen und da waren die Russen, dazu uns da wollten schützen, die Frauen und die Kinder, dass wir hier nicht im Kampfgebiet bleiben. Aber die anderen Dorfbewohner, die noch hier waren, waren ja meistens nur ältere Leute und so, die mussten ja alle raus über die Oder. Ob sie was anhatten oder nicht, die mussten raus. Ich habe es ja auch bloß von meinem Großvater. Ganz wenig. Ich weiß bloß, dass bei uns dann mal so ein Pferdewaren drauf stand auf dem Hof, so eine Planwaren, alles. Und dann sage ich, was wollen die Leute hier? Und dann haben meine Eltern gesagt, das sind Flüchtlinge aus Gnesen. Und das ist das Einzige, was ich so weiß, die sind dann gekommen. Und wo die gehört haben, der Russe kommt näher, da haben die alle stehen und liegen lassen und haben bloß gemacht, dass sie wegkamen. Das ist das Einzige, was ich von Flüchtlingen so weiß. Na, hier eine, die sind aber heute, ist ja alles dann später LBG geworden. Bei Töbelmann waren welche. Das ist der Bauer, wo mein Vater mitgefahren ist, denn raus hier aus
nach Potsdam. Da waren welche. Und dann Schüssler. Die Wirtschaft haben sie versenkt, einfach so DDR-Zellen, war eine wunderschöne Wirtschaft. Da waren auch welche, aber weiter kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wo ich eben weiß, wo ich mit meinem Vater mal mitgefahren bin und wo ich das gesehen habe. Ja, aber denn wir waren ja auch, wir hatten auch immer Mittagsgäste und so zu Hause und alle an einen Tisch und das war mal sehr schön. Und dann kam eine Anordnung, die Franzosen dürfen nicht mehr bei uns am Tisch mitessen. Die mussten dann in der Küche essen. Aber sonst, die Franzosen, sage ich ja, die waren sehr gut, auch so uns Kinder. Der eine, der Leo, der uns sehr sympathisch war, da hatten sie auch ihre Mittagspause. Und hier oben war eine Gaststätte, da ist er immer hingegangen, Billardspiel, Tennis, Tischtennis, das weiß ich nicht genau. Und da hat er immer meinen Bruder mitgenommen. Und der kann sich heute auch noch so dran erinnern. Also die waren sehr kinderlieb. Und die waren auch bei uns, denke ich mal, sehr gut aufgehoben. Vieles ist besser geworden, muss ich denn dazu sagen. Aber viele erinnern sich auch gerne an die alten Zeiten, wo sie noch konnten einkaufen gehen, auch die alten Leute, heute müssen sie fahren und machen. Es ist, ja, eine Gaststätte haben wir noch hier und hat sich auch vieles verändert. Ich sah ja die Türme, die hier gebaut wurden, die haben sie ja auch erst zu DDR-Zeiten und dann jetzt nach der Wende alles noch ausgebaut als Gaststätte und als Kaffee und so, das ist alles sehr schön. Aber das Große und Ganze, so wie früher so ein Dorf war und der große Zusammenhalt, das fehlt hier im Dorf. Das ist alles anders. Ich sage da, es ist auch, möchte ich sagen, die Zeit ist weitergegangen. Früher hatten die Leute kein Fernsehen, die hatten kein Handy, nichts. Das ist ja heute Fernsehen gucken, Handy, was anderes kennt, auch die Jugend kennt es nicht. Es sind hier auch wenig Arbeitsplätze. Erst zu DDR-Zeiten hatten wir die LPG. Die Bauern sind dann eingetreten, mehr oder weniger mit Muss. Und dann wurde das ja alles nach der Wende anders und wurden nicht so große Betriebe und so. Und das fehlt hier den Leuten. Die haben keine richtige Arbeit durch die Technik, wenn man bloß bedenkt, heute so ein Mähdrescher und so. Das ist alles so, wie soll ich sagen, wenn man das sieht, was die schaffen und so, die brauchen keine Leute. Wir mussten zu DDR-Zeiten, mussten wir alle gehen, und das war auch sehr schwer, muss ich Ihnen sagen, alle gehen Rüben hacken. Wer bei der LPG war, so mein Mann, der musste machen moin oder zwei, dann wurde hier von der Gemeinde aus, da war ich damals hier im Gemeindebüro, die müssen hacken gehen. DFD-Gruppe hat ein paar Hektar gekriegt, die müsste hacken. Und so alles nach Feierabend hat man selber Land gehabt und Viehzeug. Und das war alles zu DDR-Zeiten auch sehr schwer. Da haben sie kein richtiges Baumaterial gekriegt. Und wenn wir hier was bauen wollten, dann alles, kein Mischer, kein, alles Handarbeit und so. Und das war so schwer alles wieder, wie es heute ist. Heute haben sie leichter alles. Aber trotzdem sehen sie sich viele, die alten Leute, viele zurück nach. Ja. Erstmal waren ja hier von den Ostgebieten, sind ja auch hier die Flüchtlinge hergekommen und die blieben ja auch hier. Wie es ist, zu Anfang sind sie vielleicht auch nicht so gewohnt, ne, so gern gesehen, aber nachher hat man das nicht mehr gemerkt.
sind sehr viele hier gewesen. Die haben dann eben hier ihr Zuhause gefunden. Viele haben ja auch gesiedelt, wie man sagt. Diese große Gut in Kienitz hier, Koppe, der Gutsbesitzer, der das große Gut hatte, der hat, das wurde aufgesiedelt. Und dann kriegte jeder ein paar Hektar, ich weiß es nicht, 5-6 Hektar, mehr war glaube ich nicht, Land. Und dann konnten sie ein kleines Haus, wurde denn Siedlungshäuser, haben sie gesagt, naja, wird hier ein ganz Teil von Haus, da war gleich der Stall dran und so, Wohnung und Stall. Und auch viele von diesen Flüchtlingen haben das gehabt. Und die hatten ja dann auch wieder Anfang, da war es auch so, da hatten sie sich alle so hochgerappelt und dann kam die, wo so eine LPG gehen musste. Das war auch keine schöne Zeit, da haben sie auch alle geschimpft und gemacht. Aber letzten Endes war es halt so gewesen und sie haben ja auch ihr Geld verdient denn. Aber wie gesagt, war alles schwierig. Heute brauchen sie keine Arbeiter mehr, um Rüben zu hacken. Also da hat mein Opa noch gelebt und wir waren ja in so einer kleinen Karte da untergebracht. Da hat er auf dem Hof so ein Gestell gebaut, vier so eine Holz und da bespannt mit einem ganz kleinen Draht. Und das wurde aufgestellt mit so einer Stütze drunter und eine Strippe dran. Und da hat er sich in der Stube gesetzt, Fenster ein bisschen auf und Getreide hingestellt. Und wenn die Spatzen kamen, also das musste ganz flink gehen, da hat er gesoren, ein Teil ist weg und ein paar waren drunter. Das war eine schwierige Sache, einen Tag über da so eine richtige Mahlzeit zu kriegen. Und die wurden abgeruppt und ausgenommen und dann hat sie meine Mutter gekocht und dann ein bisschen angebraten. Ja, was ist denn schon an so einem Spatz dran, so ein bisschen Brust und so. Und dann haben wir das gegessen. Ja, wenn sie Hunger haben, dann essen sie so manches. Und wir hatten hier noch einen Arzt, das hatten ja auch viele nicht. Der war hier auch ein älterer Arzt, ganz toller Arzt, Dr. Lörike. Und der hatte immer Hunger, der hatte keine Frau und so. Und der kam bei uns so oft essen. Und dann sagte meine Mutti, Herr Doktor, heute kann ich Ihnen nichts anbieten. Wir haben nur Spatzen zum Mittag. Ach, Frau Schröder, das macht nichts. Der hat die Knochen alles mitgegessen. Und so verhungert waren die Leute. Oder unsere Schrotsuppen. Herr Doktor, wir haben heute bloß Schrotsuppen. Ach, das macht nichts. Der hat die ganze Acheln alles mitgegessen. War halt so. Kann sich sagen, sie das heute mal erzählen, sie das heute mal Kinder, die wollen das ja nicht glauben. Drum sagen ja meine Kinder auch, es muss der Nachwahl erhalten bleiben. Das weiß nachher keiner mehr. Dann, als wir dann wieder hier waren, das war ja dann schon Herbst, nicht? 45. Oktober. Hoffentlich bringe ich nicht durcheinander. Und dann das andere Jahr haben wir dann schon auf Feld wieder angefangen und haben Rüben angebaut. Ein paar Zuckerrüben und so ein bisschen Leinsamen. Und dann wurde Sirup gekocht. Ne? Und das war ja schon was Schönes, wenn man so einen Sirup in der Suppe machen konnte. Und die Mutter hat dann für uns Kinder, hatten wir auch ein bisschen Mohn, das war Naude gekocht. Das war Sirup mit Mohn drin aufgekocht und da kam es auf so ein Blech rauf. Und wenn es kalt war, und dann wurde es geschnitten und gebrochen und so, das war wie Bonbon. Das war dann schon was Schönes gewesen. Und denn genauso war das dann gewesen mit Leinsamen, haben wir uns dann angebaut. Und das wurde dann alles mit dem Dröschflügel hatten sie vorher noch auf dem Hof, wurde das dann rausgekloppt und gedroschen sozusagen. Und dann ist meine Mutti mit den Leinsamen nach, damals konnte man ja noch West-Berlin fahren, zur Ölmühle nach Neukölln gefahren. Und dann hat sie uns das umgetauscht, den Leinsamen, haben wir Öl gekriegt. Das sind alles so eine Sachen, aber das konnten nur diejenigen, die eben die Möglichkeit hatten. Viele jinket ja vielleicht noch viel schlechter wie uns.
Auch deswegen, ja, auch schon. Naja, und dann fing es so langsam wieder an mit Hausschlachtung, ist ja überall gegangen, Hausschlachtung. In Geschäft in dem Sinne hatten wir ja nicht, dann haben wir unseren Arbeitsraum, wo wir früher die Maschinen drin hatten, Kutter, Fleischwolf und alles, die das haben wir alles rausgenommen da aus diesem Arbeitsraum, haben es im Schlachterhaus noch eingebaut und haben uns da so ein provisorisches, so einen kleinen Laden gemacht. Den hatten wir dann da bis 1953 haben wir dann, gab dann immer, wir mussten dann nach Letschin und so fahren und da musste der Vater dann abholen, hatten, haben wir ein halbes oder ein Schwein für Dorf bekommen, mussten wir da abholen, das durfte er nicht selber schlachten, das wurde verteilt auf so eine Sammelstelle und so. Aber dadurch hatte man ja auch ein bisschen was. Also 45 und so, ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir in gute Verhältnisse gelebt haben. Und meine Mutter hat immer versucht, schön was. Und mein Vater, nebenan hatten wir so einen Tischler, der hat uns dann einen großen Kauflandsladen gebaut für meine Schwester und für mich. Der Junge hat ja mal was anderes bekommen, Schaukelpferd oder so, was sie irgendwo oft treiben konnten. Und dann hier bei den Dr. Lörke, die hatten so eine große Tochter, das war ja nur in Krieg, da hat dann meine Mutti viel gekriegt, so einen elektrischen, also einen Kohleherd für die Kinder, so zum Kochen und Puppen und so was. Und dann waren hier Korbmacher, da weiß ich nicht, ob das 45 oder 44 war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Korbmacher, der hat uns richtige große Kinderwaren gemacht. Und richtig schönes Verdeck. Und meine Mutti hatte dann alles mit schönem Stoff und so. Also wir haben wirklich immer schöne Sachen bekommen. Das muss ich sagen. Und dann nach dem Krieg, was haben wir da gehabt? Weihnachten. Das einzig Schöne war, wir waren eine musikalische Familie. Wir hatten ja dann auch schon Klavier gelernt, aber das ist ja dann weg gewesen alles. Und dass wir viel zusammengesessen haben und gesungen, solange wie wir auch noch das Klavier hatten, wo sie uns nicht weggenommen haben, Weihnachten und so. Und naja, Kleinigkeiten, wenn wir mal ein Buch gekriegt haben oder die Eltern haben von anderen, die das nicht mehr brauchten, man noch gefunden haben. Denn, oder eine Puppe, die wurde dann neu angezogen, selber genäht und so. Das waren schon, war schon schöne Sachen. Und sag mal, man ist ja auch viel, muss ich noch dazu sagen, hier nebenan, hier wohnte unser Bürgermeister, hier über die Straße. Und das Haus stand auch noch so weit ringsherum so und die ganzen Papiere, der hatte ja auch die Sparkassenfiliale hier, das lag so dick alles mit Papiere. Und da sind wir Kinder dann hingegangen und haben dann alles durchgestöbert, ob wir wo noch was finden. Und dann einer hat mal einen Löffel gefunden, hat sich gefreut, ach, wir haben einen Löffel. Und meine Schwester, die hat mal einen 20-Markschein gefunden. Und dann hat immer mein Opa gesagt, wer hätte das gedacht, dass das Geld noch eine Weile Gültigkeit hat. Sagt er, wo sie drüben waren, über die Oder, da haben die Russen, was sie so hatten, Schwert oder Beil oder was auch immer, so eine Stapel Geld, einfach eine Mitte durchgehackt, weggeschmissen. Das hätten wir uns alles mitnehmen können, hat unser Opa gesagt. Und hätten es dann zusammengeklebt. Das hat ja nur lange Wert gehabt, denn ich weiß nicht, wie lange das umgetauscht haben, waren das 47 oder kann ich nicht sagen. Und ja, da hat keiner dran gedacht. Und dann hatte mein Großvater noch, weil wir ja gar nichts hatten, alles verbrannt war, nur was wir auf dem Leibe hatten. Ach, sagt dafür. Für Wäsche und so hat er gesorgt. Hat er sich auch von drüben mitgebracht, hat er so einen Handwaren gehabt und hatte so einen Schrank da schon und da hat er schöne Sachen drin gehabt, also Wäsche und so. Hat er meiner Mutti gezeigt, die war vorher schon mal hier, vor uns hierher gefahren. Oben auf dem Zug musste sie sitzen drin, sie sind nie reingekommen und wenn irgendwas kam, mussten sie sich langlegen auf dem Zug, auf Dach. Und da ist die Mutter auch so gefahren mit und wir hatten unsere
die bei uns war. Na, früher musste doch jeder auch so ein Pflichtjahr und so machen. Und da hatten wir ein Mädchen da und die ist mit uns auf die Flucht gegangen. Und die ist mit meiner Mutti von Thüringen hierher vorgefahren und wollte gucken, wie es hier aussah. Oben sah ich ja auf Dach vom Zug. Und die hatte eigentlich sich schön was mitgenommen. Und da kamen auch die Polen an, haben ihr den Koffer weggerissen. Bis ziemlich nach Berlin hat sie es geschafft. Und dann hat sie wieder auch nichts gehabt. Und die Mutter ist dann hierher gekommen und hat geguckt, was hier ist. Und da hat der Opa gesagt, guck mal, ihr könnt ruhig kommen, Wäsche und alles habe ich hier, schön Schrank voll, haben wir einen schönen Anfang. Und als wir hinkamen, war alles weg, haben sie meinen Vater alles geklaut. Das war nur schon nach dem Krieg. Die Leute haben sich, wie soll ich sagen, noch bestohlen, trotzdem sie doch alle das gleiche Leid hatten. Also da hatten wir wieder nichts. Und wenn ich mir das heute so vorstelle, denn, wie wir geschlafen haben und alles, die Kinder in ihrem Bett und Vater und Mutter und der Opa vorne in der Küche. Und als der Opa dann gestorben ist, da haben sie in der Küche aufgebaut und ein weißes Tuch rüber. Und wir hatten aber schon angefangen, auf unser Grundstück zu bauen. Wissen Sie, was ich für eine Angst hatte, da mal durchzugehen? Ich habe ihn immer da liegen sehen. Und ich war nachher so froh, als wir dann rübergezogen sind. Und ach, das war alles. Und dann sage ich ja, die Männer, überhaupt mein Opa, war ein starker Raucher. Der hat auch ja eine Pfeife geraucht und Zigaretten und so. Und das Bild vergesse ich auch nicht. Dann hat er sich, wo wir da gewohnt haben, bei dem kleinen Häuschen hinten draußen auf der Treppe gesetzt, hat einen Hammer gehabt und die Strünke von Tabak, die Blätter werden nur so abgemacht, die Strünke auf der Treppe gelegt und einen großen Hammer und so lange gekloppt, bis sie ein bisschen weich wurden. Das waren ja schon so eine, wie soll ich denn sagen, war ja kein Tabak, bloß der. Und das wurde dann in Zeitungspapier gerollt, das kann ich mich nur so genau erinnern. Und das haben sie geraucht, nach so einer Sache, Mallorca. Die Russen hatten wohl auch sowas. Ja, das vergesse ich auch nicht. Ich sehe immer da sitzen und kloppen seinen Tabak.